4 Tage Strandparty pur, Meghans erste Hochzeit war irre. Party und Pappbecher statt royaler Prunk und Protz. Meghan Markle, 36, war schon mal verheiratet. Für die frisch Verlobte von Prinz Harry, 33, ist es daher bereits das zweite Ja-Wort, das sie aussprechen wird. Allerdings war ihre erste Erschließung das komplette Gegenteil von dem, was ihr jetzt bevorsteht, denn ein Feiermarathon am Strand käme für das britische Königshaus vermutlich nicht in Frage. Die englische, raue Küste würde sich auch vermutlich nicht für eine romantische Traumhochzeit eignen. Jamaika bietet sich da besser an. Dort hat Trauung Nummer 1 2011 nämlich stattgefunden. Die Schauspielerin und ihr Ex-Angetraute, Filmproduzent, 41, eröffneten nach einer 15-minütigen Freiluftzeremonie im Sand die feierlichen Trinkspiele. Diese sollen sich über ganze 4 Tage gezogen haben, wie Tesun berichtet. Die Abendgarderobe der 100 Gäste wurde gegen Bikinis und Badehosen eingetauscht und neben Bierpong, Schubkarrenrennen und Stuhltanz soll es vor allem viel Alkohol gegeben haben. So gut gelaunt ihre Ehe auch begonnen hatte, sie hielt letztlich doch nur gut 2 Jahre. Zum heutigen Glück des jungen Royal. Harry und seine lernten sich 2016 kennen und werden im Mai 2018 vor den Altar der majestätischen St. George-Kapelle in Windsor treten, dieses Mal vermutlich nicht in Bademode.